Manchmal ist Veränderung die einzige Konstante. Wer mit Computern zu tun hat, steht immer wieder neuen Entwicklungen gegenüber. In unseren Handelswegen werfen wir einen Blick in die Vergangenheit des Computerzeitalters. Wir wagen aber auch einen Blick in die Zukunft. Oft unergründlich und umso spannender sind sie, die Wege der Digitalisierung. So manche Entwicklung hat der IT-Systemtechniker Franz Steusser nach rund 3 Jahrzehnten in der Computerbranche schon mitgestaltet. Der Einstieg war eigentlich, ich habe ja gelernt als Elektromechanik für Schwachstrom und war in einem Betrieb tätig, die dieses MUPIT PTX-System entwickelt hat. Eine Bildschirmtextanwendung als frühes Online-Kommunikationsmittel der 80er Jahre. Und auch im Handel hat sich seit damals viel getan, erklärt der Tilmitscher Händler Jürgen Armbrust. Ja, unser Unternehmen, das vor ca. 30 Jahren gegründet wurde, hat vorwiegend im analogen Bereich, also mit Drucktechnik, da war der EDV-Bereich noch kein Standard, da war der User noch ein anderer. Der damalige EDV-Lehrer und heutige Webdesigner Ferdinand Weber pflichtet bei. Unser Unternehmen wurde 1995 gegründet. Wir haben angefangen mit EDV-Schulungen, in erster Linie das Office-Paket. Und ich kann sagen, das war ein Boom ohne Ende. In der Südsteiermark hat es da kein Unternehmen gegeben, das diese Kurse angeboten haben. Mittlerweile gehören Computerskills zur Schulausbildung. Viele junge Händler wollen sie auch im Verkauf unter Beweis stellen. Es ist eigentlich sehr umfangreich, dadurch, dass wir nicht immer nur ein Produkt verkaufen oder das gleiche Produkt verkaufen. Und es ist einfach lustig zum Arbeiten mit jungen Leuten, mit alten Leuten, weil du einfach merkst die Unterschiede, was die Menschen interessiert. Man arbeitet nicht, man lebt das eigentlich, ja. Und in unserer Branche ist man nie am Ende. Also man entwickelt sich, muss sich immer weiterentwickeln. Stellt sich die Frage, wohin geht es in Zukunft? In eine gewisse Richtung kann man abschätzen. Das heißt eigentlich, dass im Computerbereich sicher die künstliche Intelligenz in Zukunft eine Rolle spielen wird. Der Händler betont jedoch. Ich bin davon überzeugt, dass der Mensch immer benötigt wird. Ja? Also im Gegenteil, um diese künstliche Intelligenz zu schaffen, benötigt man doch einen Menschen dahinter. Ja?